Das Toniseiler Golf Memorial, das heuer bereits zum 5. Mal organisiert wurde, ist mit 212 Startern das größte Turnier Österreichs. Die zwei Plätze, der Golfclub Kitzbühel Cups sowie der Golf- und Landclub Rasmushof, boten einmal mehr die sportliche Bühne für dieses Turnier der Spitzenklasse. Zu Ehren des Kitzbüheler Jahrhundertsportlers, der wesentlich zum Ruf der Gamsstadt als legendärste Sportstadt der Alpen beigetragen hat, kamen zahlreiche Wegbegleiter und Freunde nach Kitzbühel. Das ist leider schade, dass wir eben ein Memorial spielen müssen für meinen Freund, für Toni. Toni hat mir so viel beigebracht beim Skifahren und das ist für mich eine Ehre, dass ich da dabei bin. Er war, wie ich immer so schön sage, einer von den Guten. Das war ein Guter. Ich habe da 2003 die Kombination gewonnen in Kitzbühel und natürlich habe ich mich gefreut, aber noch viel mehr habe ich mich gefreut, weil er gleich als erster Gratulant hergekommen ist. Er war damals noch Rennchef. Wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden. Wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns immer sehr nett unterhalten. Habe immer sehr gezehrt, auch von seinen Geschichten. Ja, für mich ist es eine große Ehre. Ich bin ja doch noch ein sehr junger Mensch. Und habe die Ehre gehabt, einmal den Toni Seiler persönlich kennenzulernen, wie ich noch ein ganz kleines Mädel war beim Skifahren. Und ja, es ist eine großartige Sache, dass es das Turnier gibt. Die Startplätze waren wie in den Vorjahren äußerst begehrt. Ausgetragen wurde das Turnier als Hahnenkamm Scramble in Viererflights. Es wird gespielt wechselweise, 9 Loch Rasmushof, 9 Loch Cups, aber insgesamt spielt jeder seine 18 Löcher. Wir haben eine riesen Warteliste gehabt, das ist schon eine große Ehre und spricht einfach auch für den Toni. Zahlreiche Skilegenden und ehemalige Spitzensportler folgten der Einladung des Kitzbüheler Skiclubs. Der sportliche Ehrgeiz kam so nicht zu kurz. Neben zahlreichen Pars und Birdies wurden sogar 2 Hole-in-One gespielt. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben Hole-in-One gespielt an der 6 oben, was man auch nicht jedes Jahr macht. Und das war sehr, sehr schön. Es war fantastisch. Wunderbar, das Wetter hat gehalten, so wie gestern der Herr Präsident vorausgesagt hat. Der hat diese Erfahrung vom Hahnenkammrennen unglaublich. Die Stimmung unter den Teilnehmern war geprägt von herzlicher Wiedersehensfreude. Man trifft so viele Freunde, so viel Leute, so viel Bekannte, mit denen man eigentlich ganz viel im ganzen Leben verbracht hat. Und das ist das Schöne eigentlich, wenn man die immer wieder trifft und mit denen man ratschen kann. Man sieht da tolle Leute, man trifft alte Freunde, Sportler von früher, aktive Sportler. Also besser geht's gar nicht. 212 Teilnehmer, alles Freunde. Wichtig ist, dass man zwar die sportliche Ernsthaftigkeit hat, aber trotzdem das Vergnügen verbinden kann. Und das war immer, was der Toni uns vorgelebt hat. Und das versuchen wir mit dem Turnier bestmöglich nachzumachen. Kitzbühel präsentierte sich einmal mehr als unumstrittene Golfhauptstadt der Alpen.